So, dann mal raus hier. Und was machen wir jetzt zuerst? Also, wir wollten überprüfen, ob Sachen magisch sind. Wir wollten unser Inventar ausmüllen, mal wieder. Wir wollten ganz lange schlafen. Oh, ein Schuppenpanzer. Belastung. Nee, das wird nichts. Den werden wir verkaufen müssen. Aber in welcher Reihenfolge machen wir das Ganze jetzt? Erstmal sollten wir gucken, ob die Sachen magisch sind und dann verkaufen. Ich habe mir jetzt ja schon sagen lassen müssen, dass ich ein magisches Kettenhemd vertickt habe. Das will ich nicht unbedingt wiederholen. Also, schlafen. Eine Suite für 3 Nächte. Meditieren werde ich nicht, das würde Talana umbringen. Also, essen wir erstmal noch ordentlich und schlafen dann 3 Tage durch. So, mal gucken, wie viel das gebracht hat. Denn Talana wird jede Menge Astralenergie brauchen. Hält sich in Grenzen. So, also, das Amulett hatten wir schon überprüft. Den Vulkanglasdolch. Glaube ich noch nicht. Zauber sprechen. Talana. Hellsicht, Analyse auf Vulkanglasdolch. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Okay, denn es ist vielleicht einfach nur eine seltene Waffe. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, Druiden das normalerweise benutzt haben. Aber da wir keinen Druiden in der Gruppe haben, können wir den wohl verkaufen. Die Orknase, ist das die, die wir eben gerade gefunden haben? Nee, ich glaube nicht. Die Streitaxt wollte ich mir auch noch angucken. Die Orknase. Ja, so rum geht das nicht. Geht's andersrum? Nee, Tirik ist auch überladen. Okay. Werden wir alles ein paar Mal machen müssen. Also mehrmals zu den Händlern, denn wir brauchen jetzt erstmal Platz. Und dafür verkaufen wir die Sachen, wo wir auf jeden Fall wissen, dass sie nicht magisch sind. Also Goldschmuck zum Beispiel. Dich nehmen wir auch noch mit. Das können wir nicht verkaufen. Oh, die Schriftrolle ist 2 Dukaten wert. So, nochmal Goldschmuck. Bum, 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 bum. Nee. Ah, und Talana kann schon wieder nichts verkaufen. Das ist echt irritierend. Also warum auch immer das bei ihr abstürzt. Das heißt, wir werden das dann auch von Talana jedes Mal alles wegbewegen müssen, wenn wir irgendwas zum Verkaufen haben. Was ja auch ein wenig lästig ist. Aber na gut. Also, 3-mal Goldschmuck. Probieren wir es mit 40% und wenden darf ran. Sehr schön. Das war Krämer die erste. Jetzt Waffenhändler. Achso, wir sollten eigentlich noch vorher ein wenig mit denen reden. Vor allem, weil wir jetzt den Schuppenpanzer verkaufen. Verzeiht meine Geschwätzigkeit, ihr Lieblinge der Götter. Vermutlich wartet bereits eine Prinzessin auf euch, die es zu befreien gilt. Habe ich ihn beleidigt? Ich glaube eigentlich nicht. Verzeihung, haben wir euch beleidigt? Schwamm drüber, das kann jedem mal passieren. Okay, ihr seid sehr großherzig. Habe ich mich jetzt echt verklickt oder ist er einfach nur grumpig? Oder sie, besser gesagt. Na gut, wir wollen verkaufen. Gucken wir mal, wie dieser kleine Fauxpas sich auf die finanzielle Situation auswirkt. Also die Orknase kann verkauft werden. Nee, noch nicht. Wir müssen erstmal gucken, ob es jetzt wirklich die magische ist. Ich will jetzt nicht Tirix Zweitwaffe verkaufen und dann nachher keinen Ersatz haben. Obwohl, selbst wenn die Orknase nicht magisch ist, dann haben wir einfach die als Ersatz. Ah, das passt schon. Also, die Orknase weg. Die Streitaxt müssen wir überprüfen. Den Säbel müssen wir überprüfen. Das Schwert ist zerbrochen und nur noch einen Heller wert. Oh, stimmt, wir müssen für Gerugon neue Waffen holen. Hätte ich auch fast vergessen. Bastardschwert und Schuppenpanzer. Stimmt, wir haben gar nicht daran gedacht, dass der Schuppenpanzer auch magisch sein könnte. Okay, den auch nicht verkaufen. Ja, das wird eine sehr lange Session mit Talana werden, mit dem Identifizieren. Aber lieber so, als irgendetwas zu verpassen. So, die Sichel verkaufen wir auf keinen Fall. Und Talana darf ihn nicht anklicken.
Also soll das erstmal reichen. Doch nicht so viel, wie ich dachte. Auch hier erstmal raus. Und jetzt... Ach, den Vulkanglasdolch hätten wir noch verkaufen können. Aber der war bei Talana und da geht das ja alles nicht so gut. Also, Vulkanglasdolch zu ihm. Das Seil kann ich eigentlich auch wegwerfen bzw. verkaufen, wurde mir gesagt. Da unser Stabzauber ja das gleiche macht. Daran habe ich nicht so wirklich gedacht. Und das macht ja doch einiges an Gewicht aus. Wie man gerade sieht. Aber das muss ich irgendwie von ihr wegbekommen, weil von ihr können wir es nicht verkaufen. Aber wir sind alle noch ziemlich überladen. Mürrim hat 339 Unzen frei. Ja gut, das reicht. Also, zurück zum Krämer. Auch wenn das Seil bestimmt gar nicht so teuer ist und wir hätten es einfach wegwerfen können. Aber na gut. Sehe ein wenig komisch aus, mitten in der Straße plötzlich so ein riesiges Seil liegen zu lassen. So, das Gewicht hätten wir also auch schon mal reduziert. Sie hat jetzt 100 Unzen, um Sachen entgegenzunehmen zum Identifizieren. Fangen wir mal an bei der Orknase. Da bin ich jetzt neugierig. Und das reicht nicht. Okay, dann müssen wir wieder Werkzeug hin und her schieben. Na, Terry kann auch nichts. Sie hat Platz. Dann tausch mal ein Wirselkraut gegen die Spitzhacke. Und du kriegst jetzt seine Orknase. So. Zauber sprechen. Talana. Hellsicht. Erstmal Odem Arcanum. Auf die Orknase. Die Orknase ist magisch behandelt worden. Sehr schön. Dann sprechen wir gleich noch einen Zauber. Und zwar Analyse. Auch auf die Orknase. Aha, da hat der Schmied die Wucht der Waffe auf Kosten der Handhabung verbessert. Nur etwas für echte Könner. Terek wird wahrscheinlich gleich behaupten, dass er ein echter Könner ist. Aber ob dem wirklich so ist, ist fraglich. Aber hat momentan eh kein Gewicht über. Na gut, dann muss das erstmal zu... Wer hat Platz? Niemand. Das muss erstmal zum Mürren. So. Das heißt, wir können jetzt Tiriks Orknase verkaufen. Dann geht auch schon mal Gewicht weg. Und dann haben wir gleich keine Astralenergie mehr. Mann, Mann, Mann. Wie machen wir jetzt am besten weiter? Sie hat noch 4 Astralenergie und kann jede Menge tragen. Also jede Menge in Anführungszeichen. Die Flasche kann erstmal weg. Wie schaut's mit dem Bastardschwert aus? So, das ist als nächstes dran. Aber erstmal verziehen wir uns wieder ins Gasthaus. Schlafen nochmal für 3 Tage. Mit etwas Glück ist der Winter vorbei, wenn wir hiermit durch sind. Ja, wirklich schlafen. Ah, ich hätte meditieren können. Aber das reicht jetzt hoffentlich an Astralenergie zum Analysieren. 19. Hält sich in Grenzen. Also, erstmal gucken, ob es magisch ist. Bastardschwert. Das Bastardschwert ist magisch behandelt worden. Sehr schön. Kann nicht benutzt werden. Ist ein Zweihänder. Könnten wir also Gerugon geben? Ich will aber erstmal wissen, was... Ups. Was ist genau... Ah, diese... Was es denn genau macht. Denn es könnte ja auch verflucht sein. Nicht Illusion. Okay, ich sollte das echt mit Tastatur machen. So geht das nicht. Talana. Hellsicht. Analyse. Auf. Mehr. Bastardschwert. Eine hervorragende Waffe. Das ist jetzt eine sehr objektive Aussage, die mir auch sehr weiterhilft. Okay. 8 Astralenergie und wir haben hier noch die Streitaxt. Ebenfalls ein Zweihänder. Hellsicht oder Mekanum. Auf Streitaxt. Die Streitaxt ist nicht magisch. Könnte man also Terek geben.
Aber da sie als Zweihänder gilt und nicht als Axt, bringt das nicht wirklich viel. Also, das heißt, wir können Tirix Axt verkaufen. Wir können den Zweihänder nicht verkaufen. Den können wir Geroon geben. Geroon kann sein Schild und sein wahrscheinlich eh kaputtes Schwert. Ja, das kann weggeworfen werden. So. So. Also, Schild kann weg. Vulkanblastdolch kann weg. Kann er die Streitaxt auch noch tragen? Das wäre schick. Ja, die drei Sachen können schon mal weg. Der Säbel war, glaube ich, auch noch aus dem Kampf mit dem Hauptmann aus Daspota. Der sollte also auch noch identifiziert werden. Sie hat noch jede Menge Gewicht. Was fehlt noch? Die Sichel haben wir schon. Die Orknase ist die magische. Das heißt, er kann nur noch die Axt verkaufen. Ja, das Kettenhemd fehlt noch, also der Schuppenpanzer. Der wiegt aber nun wirklich zu viel. Tausch mal das gegen da. Gebt mal den Schuppenpanzer an Geroon. Nee, so wird das nichts. Also wir gehen einfach nochmal zum Waffenhändler. Wo bin ich? Hier. Verkaufen, Geroon. Und zwar die hoffentlich nicht magische Orknase. Ich hab da jetzt nichts durcheinander gebracht, oder? Genau, Mirum hat die magische bekommen. Gut, ich will da jetzt nichts falsch machen. Also, Orknase kann weg, Eisenschild kann weg, Vulkanglasdolch kann weg. Streitaxt kann weg. 30%. Gwendolyn. So, schon dürften wir jede Menge Gewicht über haben. Ja, fast 600 Unzen. Also eher 500 Unzen, aber das passt schon. Das heißt, du... Also sie muss erstmal den Säbel untersuchen, danach bekommt sie den Schuppenpanzer in die Hand und dann können wir nochmal hierher kommen. Zum dritten Mal. Aber na gut, er verdient wohl genug an uns. Da wird er sich sowas nicht wirklich überlegen, warum wir da wieder einmal wieder antanzen. Jetzt aber nochmal. Sweet. 3 Nächte. Vielen Dank. Talana. Meditieren. 10. Und sie wird diesmal nicht gestört. Das ist schön. Durchschlafen. So, das sieht doch gut aus. Mit etwas Glück schaffen wir das jetzt. Zaubersprung. Hellsicht. Ode Makanum auf... Warum misslingt er dir? Den sprichst du doch so häufig. Also, Ode Makanum auf Säbel. Der Säbel ist nicht magisch. Na gut. Ich wüsste auch nicht, wen ich den gegeben hätte. Als was gilt das? Als Hiebwaffe. Da ist keiner von uns wirklich gut drin. Also kann auf jeden Fall weg. Jetzt ist die Frage, ob Talana den Schuppenpanzer tragen kann. Also im Inventar. Nein, kann sie nicht. Na gut, noch mehr hin und her Geschiebe. Das werde ich wahrscheinlich später bereuen, dass ich jetzt Yallan wieder zugemüllt habe, wo ich sie doch früher so schön geordnet hatte. Aber hilft alles nichts. So. Der muss richtig, richtig schwer sein. Ich glaube, die Robe hat recht viel gewogen. Muss Talana sich jetzt kurzfristig ausziehen, damit sie was identifizieren kann? Ja, so klappt das. Hellsicht, Ode Makanum. Schuppenpanzer. Der Schuppenpanzer ist nicht magisch. Ja, das wäre ja auch zu gut gewesen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass keiner den Schuppenpanzer tragen kann. Und Talana ihn nicht verkaufen kann, weil sie irgendwie verbuggt ist. Ach ja. So, tauschen wir doch einfach mal so. Dann hat Tirix ihn wenigstens einmal kurz angehabt. Und wieder zurück zum Waffenhändler. Verkaufen. Tirix. Schuppenpanzer. Da probieren wir jetzt mal 50. Wendlen. 40.
Gwendolyn. Geschafft. 105 Dukaten. Schöne Sache. Jetzt sollte sich Derek erstmal wieder anziehen. Und Talana, glaube ich, auch noch. Ja. So. Fehlt noch irgendwas zum Identifizieren. Der Säbel kann weg, das hätten wir auch gerade machen können. Er braucht seine Axt in der Hand. So. Der Mingbila war die Einwegwaffe, die recht viel Schaden macht. Die behalten wir uns mal im Hintertürchen. Und sonst brauchen wir Pfeile, wie ich gerade sehe. Die waren ja auch alle. So. Also 60 Pfeile und nochmal den einen Säbel verkaufen. Genau den. 20, da meckert er nicht. So. Jetzt noch gerne kaufen. Pfeile. 60 Stück. Nicht gefeilscht. Und auf unsere Elfen verteilt. Du, gib mal ihr. 60 und du gibst ihr 30. So. Inventarmanagement fast abgeschlossen. Hier ist zwar mit den Kräutern ein wenig durcheinander, aber das Gewicht passt. Sie hat noch was frei. Sie ist überladen. Jetzt nicht mehr. Ja, das soll mir erstmal reichen, dass alle 5 Bewegungspunkte haben. Denn wir wollen ja gleich nach Daspota zurück und nochmal das Haus des Oberpiraten da plündern. Da haben wir ein paar Sachen liegen lassen. Aber erstmal abspeichern. LP 55 und bis gleich.